Hallo, meine Lieben, willkommen in meinem Regenbogenzelt. Wir wollen heute eine Perikope hören aus dem Neuen Testament, wo Jesus mit einer Frau zusammenkommt. Ich kenne ein Buch, das von Gott erzählt, von seiner Liebe. Seinen Wundern in der Bibel, im Neuen Testament, wird uns von Jesus und seinen Freunden erzählt. Mach's dir gemütlich und hör gut zu. Auch Frauen gehören zu Jesus. Sie können nicht immer bei ihm bleiben und mit ihm durchs Land ziehen. Sie müssen für ihre Kinder sorgen oder für ihre alten Eltern. Frauen gehören ins Haus und nicht auf die Straße, sagen die Jünger. Und sie wundern sich, dass Jesus so lange mit den Frauen spricht und ihnen besonders aufmerksam zuhört. Was will er denn von ihnen erfahren? Immer wieder gibt es auch reiche Frauen, die Jesus und seine Jünger mit Geld unterstützen. Andere Frauen laden Jesus und seine Jünger zum Essen ein oder lassen sie bei sich übernachten. Jesus hat nämlich kein eigenes Haus und er verdient auch kein Geld. Er ist immer mit seinen Freunden unterwegs. Eines Tages wandern sie durch die Gegend von Samaria. Den Jüngern wird's ungemütlich. Sie möchten schnell weiterziehen. Immer wieder fangen die Leute von Samaria Streit an, sagt einer von den Jüngern. Sie kommen auch nicht in den Tempel von Jerusalem zum Gebet. Sie sind keine richtigen Juden, sagen die Jünger. Doch Jesus lässt sich nicht drängen. Gerade in dieser gefährlichen Gegend will er sich ausruhen. Er setzt sich neben einem Brunnen außerhalb des Städtchens. Es ist Mittag. Die Menschen haben sich in ihre kühlen Häuser zurückgezogen. Die Hitze flimmert über die leeren Straßen. Jesus schickt seine Jünger in den Ort und sagt: Kauft etwas zu essen. Neben dem Brunnen wartet er. Da kommt eine Frau aus dem Städtchen. Sie kommt ganz allein. Mitten am Tag. Sie kommt nicht wie die anderen Frauen, die in der Abendkühle zum Brunnen gehen, gemeinsam und dabei lachen und schwatzen. Auf der Schulter trägt die Frau einen großen Krug. Sie stellt ihn auf den Brunnenrand und schaut Jesus erstaunt an. Noch mehr staunt sie, als er sagt: Gib mir bitte aus deinem Krug zu trinken. Sie sieht es an seinen Kleidern und sie hört es an seiner Sprache. Jesus kommt vom See Genezareth. Er ist nicht von hier. Und sie fragt: Du bist Jude und du bittest eine Samariterin um Wasser? Ich dachte, ihr wollt mit uns nichts zu tun haben. Jesus antwortet: Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du zu mir sagen: Gib du mir zu trinken. Denn ich kann dir Wasser des Lebens geben. Lebenswasser? Die Frau stutzt und sie schaut Jesus genau an. Du hast ja nicht einmal einen Wasserkrug. Wie willst du mir Wasser geben? Fragt sie und schüttelt den Kopf, während sie ihren Krug an einem Seil tief in den Brunnen gleiten lässt. Jesus sagt: Wer von dem Wasser aus diesem Brunnen trinkt, der wird immer wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der hat nie wieder Durst. Hat dieser jüdische Wanderer ein Wunderwasser? Die Frau zieht ihren vollen Krug nach oben. Sie lächelt und sagt: Herr, dann gib mir von dem Wasser,
Dann brauche ich nie mehr zum Brunnen gehen und das Wasser, so den schweren Krug mit dem Wasser nach Hause tragen. Und als Jesus weiterspricht, erschrickt die Frau. Denn Jesus weiß alles über sie. Er weiß, dass sie schon 5-mal verheiratet war. Und sie schämt sich. Er ist ein Prophet, denkt sie sich. Er ist mächtig. Aber sie hat keine Angst vor ihm. Sie bleibt am Brunnen sitzen. Ich weiß, sagt sie, dass ein Retter von Gott zu den Menschen kommen soll. Sie nennen ihn Messias. Weißt du was über diesen Messias? Jesus sieht die Frau an. Ja, sagt er, ich bin es. Ich komme zu Gott. Und wer mich kennt, der hat Wasser des Lebens. Da springt die Frau ganz aufgeregt auf. Sie hüpft vor Freude. Sie hat gar nicht gemerkt, dass die Jünger schon mit dem Essen zurückgekommen sind. Vor Aufregung lässt sie den Krug am Brunnenrand stehen. Mit großen Schritten eilt sie ins Städtchen. Plötzlich schämt sie sich nicht mehr, dass die anderen sie nicht mögen. Sie weckt die Leute aus ihrem Mittagsschlaf und ruft, kommt heraus, kommt, schnell, zum Brunnen. Der Retter ist da, der Christus, er kommt von Gott. Er hat das Lebenswasser, kommt, kommt heraus zum Brunnen. Zuerst verstehen die Leute sie gar nicht, aber dann wird sie neugierig. Und viele kommen zu Jesus und hören ihm zu. Bleib bei uns, sagen sie. Wir glauben es. Du bist der Retter, auf den alle schon so lange warten. 2 Tage bleibt Jesus in Samaria und dann zieht er weiter, um überall von Gott zu erzählen. Das Wasser des Lebens. Wer mich kennt, hat das Wasser des Lebens, sagt Jesus. Wer mich kennt und wer sich nach dem richtet, was ich ihm sage, der wird glücklich sein in seinem Leben. Dessen Leben kann gelingen, das meint Jesus. So wie ein Durstiger, der Wasser bekommt. Eine schöne Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du da warst. Baba, bis zum nächsten Mal.